Warum frieren die denn so? Das ist komisch, ne? Doch Russen. Ja. Willkommen in Folge 6, Company of Heroes 2. Und wir sprengen jetzt erstmal diesen lustigen Panzer in die Luft. Wir machen das Unmögliche möglich. Was für eine Werbung war das? So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir langsam einen richtig ordentlichen Trupp hier. Ach nee, ich will gar nicht das Maschinengewehr. So, ich wollte die Panzer in die Luft sprengen. Diese Nemesis von mir selbst, diese beiden Panzer, wo ich schon einen Pioniertrupp verloren habe. Dann. Mit einer Stange wieder nicht. Okay. Ihr sollt nichts bauen, ihr sollt einen Panzer in die Luft sprengen. Schön. Zwei auf einmal. Du Hurensohn. Kannst dich auf den Gürtel stecken. Juhu. Okay. So, jetzt müssen wir weiter nach Nordwesten. Ja, zu dem Krater sieht man ja. Genau. Was heißt das? Spenseweg zum deutschen Treibstoff. Soll ich die einfach alle mitnehmen, oder? Bin mir ja, ich würde jetzt erstmal mit den zwei Infanterieeinheiten, also auch mal mit den zwei... Ja, schon klar. Grenadiere oder Gardisten oder was ist das? Genau, vorlatschen. Mit denen auch, wenn es auch ist. Steht da, können Sie... Sie können diesen Trupp mit einem anderen verletzten Trupp zusammenlegen. Ja, ich habe jetzt hier noch den Scharfschützentrupp, aber das ist irgendwie Quatsch. Oh, guck mal. Genosse, das Halbkettenfahrzeug könnte unsere Trupps unterstützen. Ja, unterstützen heißt natürlich, die sind jetzt nicht so stark. Aber die können da jetzt nicht alle mitfahren, ne? Genau, man bewegt sich ja noch. Naja, das sind die anderen Leute. So, okay, gut, die sind ja die Starken, die können außerhalb laufen. Okay, so. Aha, was ist dann hier in der Haubitze? Aber die kann ich nicht mitnehmen. Da kannst du die Scharfschütze jetzt nachziehen. Ich denke auch, hier ist niemand. Sprengen? Sprengen. Guck, gleich was. Okay, kannst sehr ja gut. Von rechts nach links die Punkte einnehmen. Also fahre ich jetzt erstmal zu dem hier rechts. Gut. Ich müsste eigentlich mit dem Halbkettenfahrzeug jetzt eine relative Übermacht haben. Es sei denn, die haben jetzt Panzer, aber... Das glaube ich fast nicht. Die sind ja allein gefroren. Ja, aber Panzerfäuste werde ich hauen auch hier ganz schön rein, wie beim ersten Teil. Ja. So. Ja, mit dem Scharfschütz kannst du auch langsam vorgehen. Achso, das ist jetzt bei allen, die frieren schon wieder. Ja. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehe ich jetzt direkt weiter rüber zum... Würde ich auch, ja. Zum Sternchen. Zum Roten. Okay. So, den ziehe ich mit. Okay, jetzt müssten wir es ja hier müsste es sein, ne? Ja, hier. Hier. Hallo Jungs. Ja, bitte, wenn wir die Scharfe von links kommen können. Kann ich immer noch. Nein, ich wo sollen wir hin? Feindliches ist MG. Okay, dann versuche ich das dann vielleicht. Oh, das sind aber dann wirklich eine ganze Menge. War das? Okay, hier vorne, die habe ich jetzt alle. Das MG macht mir natürlich ein bisschen Sorgen. Ja, du kannst noch einen Schaden jetzt einfach holen. Ja. Pioniere unterwegs. Wow, okay. Hier hat es mir gar nicht gefallen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht. Au. Nein! Fahr! Du Scheiße. Wo sind denn meine ganzen Scharfschützen jetzt? Also hier sind welche. Die Mistkerle bringen uns um! Ja, das ist ein Schlag. Sie haben Befehle! Habe ich Granate, Ray, Leuchtgranatenfalle, Molotov-Cocktail, hey Jungs. Komm, na den kriegst du noch. Ja, wenigstens ein. Oh, das brennt aber schön. Oh. Nettes Ding. Ja, okay. Jetzt noch dieses MG, pass auf. Das MG. Ah, die sind auch noch fast da. Scheiße. Ah, okay, das ist nieder! Sperrfeuersalve. Das bringt ja mir nichts. Na komm, schieß. Da sind auch nicht mehr viele drin.
Ja. Der, wenn ihr auf die Einheit gehst, was ist denn dann der Befehl V gewesen? V. Das war Feuerstöße, gewehrt wegen feindlicher Einheit auf dem Boden. Das nützt, glaube ich, nichts gegen so Bunker. Ja. Ist doch immer dieses da, typische Ding. So. Kommt, Jungs. Guck mal, du hast unten neue Einheiten bekommen, oder? Oh, das stimmt. Hast recht. Wir sind nach Hause gerannt. Okay, was ist hier? Ne, das wollen wir nicht haben. Oh, das ist nicht gut. Nein. Bleib mal hier. Kumpel, bleib mal hier. Dann kann ich nämlich die beiden aber auch gleich zusammenlegen. Die beiden Scharfschützen. Ja, da oben ist noch einer. So, der soll mal schnell hierher rennen. Das Fahrzeug ist beschädigt, ne? Da brauche ich jetzt einen Pioniertrupp. Die kommen ja da gerade. Okay, dann kann ich die doch jetzt bestimmt. Kann ich? Die kann man gar nicht zusammenlegen, oder? Nee. Scheiße. Der eine ist ja noch zwei Leute. Ja, stimmt. Der eine ist noch zwei Leute. Ja, danke, Norbert. Gut, dass wir drüber geredet haben. Gute Grammatik. Grammatik. Ich glaube, du kannst sie mit den Scharfschützen ganz gut zusammen. Ja. Aber nicht zusammen, versuch die mal so ein bisschen getrennt. Ja. Sie können diesen Trupp bei einem Halbkettenfahrzeug verstärken. Aha. Das würde ich aber machen gerade. Ah, ist natürlich jetzt doof, dass sie zurückgehen, weil der hat jetzt richtig dahin, gut. Wo ich gebraucht werde. Na komm. Na komm. Ah, kann ich die jetzt hier auch alle verstärken, oder was? Also super. Was heißt das jetzt verstärken? Naja, dann werden die wieder aufgefüllt, die Trupps. Okay. Kostet halt Geld und, also was kostet das? 30 Arbeitskraft. Manpower. So. Das ist super. Oh, guck mal, hier ist noch ein Halbkettenfahrzeug. Das nehmen wir doch gleich auch noch, oder? Ja. Ist ja gut, dass sie so gut repariert werden können. Ja. Da sind Pioniere doch wichtiger, als man denkt. Auf jeden Fall. Gut, dann nehme ich das mit den Pionieren gleich ein. Mit denen gucke ich schon mal ein bisschen. Was ist hier? Das ist ein schweres MG. Freue ich nicht. Okay, ist ja nur noch hier dieser Punkt. Ja, es wird jetzt schwer. Naja, ich hole mir jetzt noch das zweite Fahrzeug. Kannst du dann versuchen, die Scharfschützen da, wo der eine Schiff zu verstärken und dann vielleicht noch auf der linken Seite oder so? Oder da, genau. Ah, da ist ein Turm. Über den Scharfschützen ran, das sind auch ein Zettel. Wir sind schon unterwegs. Feindlicher Trupp. Die machen dann ganz gut Terror. Ja. Ah, ich seh. Gut, dann habe ich einmal hier Scharfschützen, einmal da oben. Jetzt müssen wir die eigentlich nur noch anlocken und dann halt. Ja, das läuft, glaube ich, ganz gut. Guck mal, ja. Verdammt bin ich gut. Perfekt. Verdammt bin ich gut. Und mit dem Halbkettenfahrzeug durch den Zaun und dann. Ja. Frage ist mit welchem? Ich habe zwei. Ja. Ich bin einfach overpowered. Oh, versuch mal den Turm umzufahren, das wäre geil. Was soll ich machen? Nee, ich glaube, ich fall hier vielleicht rein. Nee. Ah, hier ist ein Zaun, ich weiß nicht. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, die haben Minen gelegt. Nee, hier kam ein Schuss gerade von der Richtung. Ah, das ist natürlich dann fies. Aber hier komme ich nicht durch, oder? Durch die Zäune? Nee, also du kannst nur da durch. Gut, dann würde ich ja versuchen mit dem Scharfschützen, mich mal hier ranzuschleichen. Ihn vielleicht zu erwischen. Kannst du schon Panzerfäuste machen mit deiner... Mit denen da? Nee, ich habe Granaten. Ja, die brauchen wir jetzt gar nicht. Ja, entschuldige, mehr habe ich aber nicht. Okay. Ja, was war das jetzt? War das der Panzer, dachte ich? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, ne? Aber ich glaube, es war jemand, der da stand mit einer Panzerfaust. Ich fahr mal einfach mal rein. Na komm. Wenn die Autos fahren, wieder gesehen. Ja. Ach, guck mal, da ist er. Schieß. Alter! Schieß doch mal auf den da. Ja, danke. Und weg. Och, ihr seid doch dumm! Dahin! Schieß! Lauft! Siehst du mit den anderen von. Kannst du dann ins Gebäude rangehen und das MG aus dem Gebäude rausschauen? Das hört sich alles so leise an, ja. Ja. Na guck mal, jetzt kann ich das Halbkettenfahrzeug halten, weil ich den MG-Feuer aus und der Scharfschütze kann den jetzt. Kann die da rausgehen? Genau. Beziehungsweise die beiden Scharfschützen. Wir wechseln die Stellung! Ja, läuft. Einer ist noch da. Hier, eins. Und. Warum laufen die denn hier? Ach, ist der Deckung natürlich.
aufgefallen. Okay. Ach, da hinten. Oh. Aber das müssten die doch hier eigentlich hinkriegen. Ich kann nicht helfen. Ich bin unterwegs. Wir werden sein Opfer nicht vergessen. Hey, ich hab dich angewählt, lauf. Lass uns verstärken. Ja. Ich bin auf dem Weg. Ach, die sind schon tot. Das macht es einfach. Jetzt hätte ich jetzt ein Feuer ziehen. Nehmt es ihnen ab, ja. Gardisten. Wir sammeln uns jetzt erstmal wieder neu. So, komm, verstärken. Pioniere. Das in das muss Fahrzeug repariert. Ey, Leute, kommt. Macht doch mal was. So. Ist das nicht ein automatischer Punkt einnehmen? Ich glaube, man muss es einmal anklicken. Aber. So. Was haben die denn eigentlich noch? Leichtes MG, Panzerbüchsen. Mal haben sie sich als sehr fähig erwiesen. Ja. Aber unsere Panzer, Arbeit ist noch nicht erledigt, Genossen. Muss natürlich noch. Auf der anderen Flussseite im Nordosten liegt noch ein weiteres Lager. Aber die Späher sollen vorsichtig vorrücken, da die Deutschen mittlerweile sicher wissen, dass wir kommen. Na klar, die Deutschen wissen natürlich wieder alles. Sollen wir etwas sprengen? Diese PTRS wird noch nützlich werden. Kriege ich jetzt noch mal ein paar neue Leute oder muss ich mir die alle selber kaufen? Du musst alle selber kaufen. Ist ja verrückt. Ja, dann rüste ich jetzt erstmal, solange es geht, hier noch ein paar Leute auf. Sie brauchen Pioniere. Na, da brauche ich wieder 30, naja. So. Och komm! Das ist für Alex. Verarschen kann ich mich alleine. Hat er eine Granate auf sich geschmissen? Ich glaube nicht, dass das reicht. Warum ist das ein bisschen witzig, wenn sie jetzt nicht mehr ausgeschlossen? Jetzt frieren hier Leute oder was? Brauchen Sie Unterstützung? Bereit? Unterwegs. Dann kommt Jungs, dann stellt euch jetzt mal kurz hier hin. Nee, habe ich nicht, vielleicht vergessen. Planung Winter. Puh. Ich glaube eh nicht, dass jetzt alle Panzer schon gefunden haben. Nee, also. Aber ich mache das jetzt einfach noch. Kennst mich doch, ich bin doch so ein Sammler, ich brauche das sowas. So, 6 von 10, schick. Brenn, du Miststück! Brenn, du Miststück. So, eine Munitionskiste am Bachfilm. Das da ist eine Munitionskiste, tatsächlich. Ganz schön schlau, Norbert. Ganz schön schlau. Aufgepasst. Das Problem ist, wir brauchen eher jetzt Manpower, also Arbeitskraft. Ja, das wird jetzt nicht so schwer sein, eine Brücke einzunehmen. Stimmt. Guckt mal die Brücke von Arnheim, um da euch mit zu beschäftigen mit so einem Thema. Das ist immer sehr gut. Wie schwer kann es sein, eine Brücke einzunehmen? So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen genau, diese Straße hier lang und dann zu... Da ist die Brücke. Welche Brücke? Na da, wisst ihr sie nicht? Hier ist keine Brücke, das ist ein Steg. Gefroren, wie auch immer. Wie auch immer, whatever, I don't care. Bist du desinteressiert? Wir nehmen hier einen, gut ist, da wird nicht diskutiert. Boah, sieht das cool aus. Ja. Pass auf, siehst du? Siehst du? Jetzt kommen sie plötzlich durch, ne? Ja. Kommen sie nicht? Siehst du, jetzt fahren sie wieder aus. Aber beide geben Vollgas und ah, so viel die dazu. Wegfindung ist ja. Gut, ich würde jetzt mal hier mit denen kurz vorlaufen. Mal so ein paar Meter, nicht, dass ich irgendwie wo reinrenne mit allen. Guck mal, da ist das nämlich so ein Bunker, das kann doch gut sein, dass das. Mit dem. Ja, ich wollte die erst nachziehen, wenn es. Wenn ich sicher bin, dass ich sie. Wolltest du den Deutschen noch ein bisschen Hoffnung geben? Ja, klar. Wir müssen es ja auch beeilen, wieder, weil die erst alle abfielen. Ja, stimmt allerdings. In das Haus kann ich da nicht rein, scheiße. Ja, kommt jetzt halt mit, ihr dummen Dinger. Scheiße. Shit! Ich weiß es nicht, ist mir niemand da. Kann ich da mal reingehen, dann sind erfrieren zumindest schon mal die nicht. Aber du hast recht, die Scharfschützen erfrieren echt nicht, ne? Munitionskiste, aber hier ist niemand, also ist echt ganz gut. Ich laufe mal. Okay. Ich kann es auch recht hervorheben. Achso, erfrieren die vielleicht nicht, wenn du die in die Kisten reinsetzt, die Leute? Na, wenn ich die in Gebäude setze, erfrieren die. Nee, in die Autos meine ich. Im Auto können sie auch nicht erfrieren. Ja, dann setz sie doch da rein, wenn denen zu kalt ist. Hier ist jetzt ein Panzer. Und den kann ich auch einnehmen, glaube ich. This is my tank. So, du nimmst erstmal hier noch die Kiste mit. Wo ist jetzt die... Hier müsste doch jetzt eigentlich die Brücke sein. Also hier kann ich rüber, glaube ich, ne? Hier ist zugefroren. Wow, okay. Ja, das war ein Trick von denen. Voll gemein. So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich würde jetzt die Scharfschützen mal da reinsetzen. Genau. Wo sind denn die anderen?
Ist das schon geschossen? Ne? Ach nee, hier hinten. Irgendwie wird da geschossen, ne? Wo denn? Ich weiß nicht, auf der anderen Seite. Oh, jetzt schafft er zum Action. Da hinten Mörser. Oh, ja. Ich muss ja vorbewegen. Ja. Soll ich mit dem Auto schon mal. Ach, scheiße! Nee, oder? Und haben die jetzt echt mit einem Schuss einen Mörser erwischt? Einen Scharfschützen erwischt? Scharfschütze sofort unterwegs! Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich. Natürlich, guck es mal an. Jetzt habe ich nur noch einen Scharfschützentrupp. Blöden Mistkerle. Oh, fuck. Da ist ja einiges los. Wo stelle ich die Scharfschützen jetzt sinnvollerweise hin? Hier ist überhaupt keine Deckung. Auf das Gebäude. Und die, yes. So, ich muss mal die Leute hier alle ein bisschen dezimieren. Die halten ja das MG-Feuer von der Seite ganz gut aus. Das schafft ihr. Läuft doch, läuft doch. Oh, die Pioniere sind tot, scheiße. Ja, ist egal. So, kommt mit, Jungs. Schießt auf die, schießt auf die. Verluste sind immer da. Kann man nichts machen. Ja, okay, haben wir. Schön. Viel ist nicht mehr da. Ich würde die jetzt rüberziehen, die Scharfschützen, und auf das Gebäude hier schießen lassen. Da ist noch ein Halbkettenfahrzeug, aber das kann uns egal sein, wir haben eh keine Einheiten mehr. Ja. Ja, das muss ich jetzt mit dem Scharfschützen machen. Ich weiß nicht, ob die das können. Können wir ja gleich mal ausprobieren. War das nicht das Neue, dass man das mittlerweile kann? Nein. Also mit, es gibt, glaube ich, bestimmte Autos, die das können, aber nicht diese. Scheiße. Ja, das ist ja. Das ist so geil, wie effektiv Scharfschützen, Scharfschützen sind so in einem Gebäude sind. Aber die kosten halt auch extrem viel, ne? Das war ja auch schon im ersten Teil so, da haben die ja um die 300 irgendwas Arbeitskraft aber gekostet. Aber wenn man gerade gegen den Menschen spielt, sind die ja sehr effektiv. Ja. Zwei Scharfschützen irgendwo in der Ecke stellen. Na komm, einer noch. Oh, jetzt hat er nicht getroffen. Ja. So. Sieht auch ganz gut aus. Also selbst wenn wir jetzt noch einen Panzer finden würden zum Sprengen. Ja. So, jetzt nehmen wir auch den Punkt ein. Müsste doch die Mission eigentlich schon fast abgeschlossen sein. Ja, weil die Karte schon ziemlich aufgedeckt. Ja. Ja, genau. Oder wir müssen es noch verteidigen. Aber. Oh, wir werden sehen. Let's see. Das automatische Speichern. Vor allem dauert es ewig. Wehren Sie die Deutschen ab oder sterben Sie im Kampf? Ja. Na gut, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Ja. Also bis gleich.